war einmal ein Marsmännchen namens Berthel. Er spielte jeden Tag mit seinen Freunden sein Lieblingsspiel. Wir haben ja Marsstaub essen können. Ich leck mich nie. Ich bin viel besser als du. Eines Tages fraß Berto außer Versehen einen Zauberkorn. Was war das denn eben? Egal, machen wir jetzt weiter. Ah! Weißt du, was ist denn jetzt passiert? Cool, ich kann zaubern. Ich probiere mal einen großen Staubhaufen herzuzaubern. Hilfe! Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich? Was ist denn jetzt passiert? Wer bist du denn? Ich bin Berto, das Marsmännchen. Ich wollte etwas zaubern und plötzlich war ich hier. Beweis uns, dass du zaubern kannst. Wir mögen sehr gerne Süßigkeiten. Zauber uns einen riesigen Haufen. Dann darfst du bei uns wohnen. Du kannst ja wirklich zaubern. Komm rein! Als ein Jahr vergangen war, bekam Berto Heimweh. Oh, ich möchte nach Hause. Ich kann euch ja mein Lieblingsspiel von zu Hause beibringen. Wer mehr Staub essen kann, los geht's! Ah! Wo ist der denn jetzt hin verschwunden? Juhu, ich bin wieder zu Hause. Hallo, da bist du ja. Hallo. Ich habe etwas Verrücktes erlebt. Das glaubt ihr mir nie. Also da waren diese Wichtel und... Ende!